Herzlich willkommen zurück in der Disaster Area zu einer weiteren Folge Fallout 4. Und wir haben in den letzten Episoden genug Adhesives zusammengesammelt, um unsere Rüstung hier auf Vordermann zu bringen und komplett mit Blei zu beschichten, sodass wir jetzt einen optimalen Schutz vor Radiation haben, wenn wir hiermit fertig sind. So, nur noch das hier. So. Und jetzt haben wir alles mit Blei verkleidet. Und vielleicht haben wir jetzt sogar noch ein bisschen übrig, um von Model C auf D aufzurüsten. Ja, zumindest die Rüstung. Mehr können wir jetzt erstmal nicht machen. Ein E und F würde dann auch noch höhere Armor-Perks brauchen. Die haben wir ja dann sowieso nicht. Und für den anderen bräuchten wir mehr Adhesive, was wir momentan auch nicht haben. Mist, kann man auch rein gar nichts davon machen. Aber ich denke, mit der Bleiverkleidung sind wir dann jetzt ready to go. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal zu Glowing Sea und hoffen, dass Kate damit nicht so das Problem hat. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir werden es wohl rausfinden müssen. Also dann. Rinnen mit der Batterie. Alles einsteigen, bitte. Hep. So. Erstmal wieder eine Runde Master Chief spielen. Endlich wieder. Ja, jetzt sehen wir doch aus wie so ein richtiger... Wieso funktioniert eigentlich die Munitionsanzeige unten rechts nicht? Das ist mir schon bei anderen aufgefallen, dass die irgendwie nicht funktioniert. So, jetzt müssen wir hier runter. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt sofort angegriffen werden. Aber dafür haben wir unsere fette Armor hier. Ich bin mal gespannt, ob meine Level 29 genug sind. Denn Glowing Seas, wie ihr schon denken könnt, wie ihr es wahrscheinlich schon selber wisst, ist eine sehr gefährliche Gegend. Yep. Oh Gott, die sind sogar schon wieder Assault Jones und so weiter. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust zu, die nochmal zu bekämpfen. Erst recht nicht in dieser Dunkelheit. Los, komm, Kate, wir gehen. Keine Zeit für so einen Scheiß. Ja, die schießen auf mich. Ich gehe in Frieden. Lass mich in Ruhe. Was steht denn hier mitten in der Pampa? Okay. Okay. Ah, da unten ist auch noch irgendwas. Da habe ich was Rotes. Black Bloodfly. Die ist mir neu. Oh Gott. Jetzt muss ich hier auch in einem beschissenen Wetter hier rumlaufen. Vielleicht kannst du von hier aus snipen. Yes. Erwischt. Weil da habe ich gerade noch irgendwas auf dem Radar gesehen. Da vorne. Noch eine. Mir jetzt aber weg. Piu! Weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre, aber sicher, sicher. Jo. Welche Pilze. Hep. So, was haben wir denn hier? Oh, sogar noch eine Gabel dazu, damit wir das Fleisch auch hier essen können. Sehr nett, sehr nett. So, wo ist die andere hin? Die hier? Ja, das ist so. Okay. So. Ah, da sind noch mehr Dinge. Boah, in der Dunkelheit kann ich die überhaupt nicht sehen. Ah, die sind da oben. Okay. Müssen wir da hoch? Ich kann die Markierung nicht sehen, also gehe ich einfach mal weiter. Edge of the Glowing Sea. Okay. Würde ich sagen, geht's gleich los. Jetzt nur mal gern sehen, wie viel Resistenz wir jetzt eigentlich haben. 1650, jawoll! Also wenn das keine gute Abwehr ist, weiß ich auch nicht. 12 Red Eggs haben wir dabei und 16 Red Array. Das wird ja wohl funktionieren, oder? Das wird ja wohl reichen. Aber eigentlich mache ich mir eher Sorgen um die Kämpfe, die hier stattfinden werden. Oh,
Es fängt an zu strahlen. Dummerweise kann ich jetzt nicht sehen, wie viel das eigentlich strahlt. Nur wie viel ich kriege, wie viel ich momentan habe. Ah, Ghouls, hallo Ghouls. Wieso ist der so eitel? Ist da noch mehr? Ich will aber eigentlich den zweiten da anvisieren. Nein, nicht den, den habe ich ja schon. Nein, den daneben, verdammt nochmal. Ach. Ach, na gut. Dann halt nicht. Wow. So, hab ich dich doch erwischt. So, kannst auch gern noch einen abhaben. Da hast du. Friss. Boah, strahlt das hier. Achso, das ist wie viel Wert ich pro Sekunde krieg. Aber wo kann ich dann mein. Achso, bei deinem HP. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Das System war einfach nur schlauer als ich. Hier vor diesen Tümpeln sollte man sich wohl echt fernhalten. Guck mal, wie da die Reds hochgehen, ey. Boah. Also, dass hier beschissenes Wetter ist, ist ja wohl klar. Hier ist immer beschissenes Wetter. Ja, jetzt haben wir schon ganz, ganz viele Reds. Da strahlt und strahlt und strahlt und ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinlaufe. Oh, das sieht mir nach einer Deathclaw aus. Oh ja, das ist bestimmt eine Deathclaw. Oh ja, und was für eine Deathclaw das ist. Nimm den! Taumel, taumel. Hoffen, dass wir sie schnell genug hier wegkriegen. Oh, oh. Gucken, dass wir vielleicht das Bein zerschießen können. Nicht wirklich. Bleib weg, du blödes Vieh. So. Das wäre geschafft. Lief besser als erwartet. So, schnell, schnell, schnell. Einfach blind die Markierung vor. Moment, hier ist ein Landmark, die würde ich gerne noch haben. Was ist das für eine Höhle? Cave. Wow. Mal gerade die Dings fragen. Die Karte fragen. Das ist noch sehr weit weg. Und da haben wir den wunderbaren Ort Cave gefunden. Das sieht das zu strahlen. Oh ja, das strahlt richtig schön. Versuchen wir lieber hier aus außen rum. Ich versuche mich ein bisschen zu beeilen, damit ich die Strahlung möglichst gering halte. Aber Glowing Sea macht es mir nicht so einfach. Ich dachte eigentlich, das hieß wirklich nur wegen der Strahlen so, aber das ist ja wirklich fast schon ein See. Ah, was ist das Schwert dann darum? Ach, ob die mich gesehen haben? Ja, das sieht so aus. Lauf, Kate, lauf! Was ist das hier? Capsized Factory. Oh, und wir haben 100 Orte gefunden. Nice. So, mal Brainfungus. Vielleicht sollte ich hier nicht jetzt reingehen. Ah, so blöden Bloatflies. So, du kriegst einen. Und du kriegst zwei. Piu. Piu. Weg damit. Da fliegt sie auseinander, die Fliege. So, und du kriegst auch noch was. Inzwischen sind schon 10% unserer HP nicht mehr nutzbar. Wegen der Strahlung. Ich habe jetzt mal nicht zu sehr mit dem ganzen Kram hier auf.
Denn er strahlt hier immer noch, trotz unserer mega hohen Strahlungsresistenz. Oh, was ist das für ein Loch? Und was ist das für ein Vieh? Oh, ein Red Scorpion. Geil. Na warte, du wirst weggekrittet. Jawoll! Ich liebe die Crits von der Righteous Authority. Die sind so stark. Das ist ein wahres Crit-Monster. Verdammt, ich glaube, da müssen wir echt durchlaufen. Es sieht aus, ist das Lava oder so? Oder ist das einfach nur ein total verstrahlter Fluss? Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, wir müssen darüber. Und da ist noch so ein scheiß Skorpion. Na gut, schnell! Vielleicht doch gerade den Skorpion mitnehmen, wenn ich den überhaupt finde. Wo ist der hin? Oh, da ist noch einer. Und der gräbt sich ein, das ist nicht gut. Ja, na warte. In dein Gesicht! Haha, ja, das tut weh, ne? Boah, strahlt das hier, ey, scheiße. Hep. So, ein bisschen an Höhe gewinnen. Ich glaube, das hilft. So, mal gerade die Waffe wechseln. Oh, was ist das hier für eine Scheiße? Keine Ahnung, das sind ganz viele Ghouls. So, du kriegst einen und du kriegst zwei. Bleibt weg von mir, bleibt weg von mir. Ich warne euch. Ich habe eine Shotgun, ich werde sie benutzen. Ja, zerfetzt ihr Scheißviecher. Haha. Oh Gott, ich strahle so schön vor mich hin. Ich bin so schön verstrahlt. Wo lange jetzt? Darüber? Okay. Möglichst nicht in die Tümpel treten. So. So langsam habe ich echt wenig Zellen im Vergleich zu dem, was ich mal hatte. Und bisher habe ich wirklich keine gute Alternative zu meiner Righteous Authority. Ist einfach zu gut. Ich komme hier nicht hoch. Verdammt. Was jetzt? Hier hoch? Aha. Was ist denn das? Und wer ist das da unten? Ist das Brother Ward? Wer ist das? Keine Ahnung was. Ich glaube, wir werden es rausfinden. Aber zuerst würde ich hier einen Wait Away nehmen. So. Damit wir wieder clean sind. Wieso? Wenn ist hier eigentlich Danger? Ich kann keinen Gegner weit und breit sehen. Okay, sonst hätten wir den. Doch nicht verloren. Halt. Wer ist da noch? Vater Foster. Okay. Crater of Atom. Was zur Hölle ist das hier? Keine Ahnung, aber es strahlt. Wer hätte das gedacht? Okay, das gehört denen. Jetzt. Moment mal. Das ist der Typ, den wir suchen. Was? Wieso schießen die auf mich? Schießen die überhaupt auf mich? Nein, die schießen auf den Red Scorpion. Okay. Auf den dürfte ruhig schießen. Ich dachte, warum schießen die jetzt auf einmal auf mich? Da ist er. Keine Sorge, Jungs. Ich helfe euch. So, einfach wegkritten. So macht man das, Jungs. Danke. Noch einer.
Genau, heizt ihm hier richtig schön ein. Ich halt einfach mal, ich tue einfach mal so zu helfen. Was ist das überhaupt für Knarren, die haben? Hallo. Verkackt, würde ich sagen. So, wo waren wir stehen geblieben? Aha. Ich habe keine Ahnung, was du mir damit sagen willst. So, wer war diese Isolde? Du? Nee, das ist Brother Griffel. Da ist die Isolde. Jo, Isolde, wo waren wir stehen geblieben? Ich frag mal nach Virgil. Ja, das ist gut. He has sought refuge with Atom. I would know more before I tell you where he is. What do you want? Okay. My business. Not yours. He has come to the glowing sea seeking Atom's shelter. It is my business. State your intentions. What do you want with him? Bedrohen? Bedrohen. Now are you going to tell me, or does this have to get ugly? Perhaps it is best that I leave his fate to Atom. In truth, this Virgil has caused some concern. Some believe his presence is an affront to Atom. Though he came okay, to trade darum geht's also auf occasions, we have had little other contact with him. It was quite clear he wanted to be left alone. You can find him southwest of the crater, living in a cave. I would approach cautiously were I you. I feel he does not want visitors. War das die Cave, die wir gefunden haben, oder woanders? Sieht nicht so aus, weil es geht irgendwie in die andere Richtung. Mal Karte fragen. Yep, das ist deutlich. Das ist nicht die Cave, die wir gefunden haben. Das ist außerhalb der Karte fast schon. Krass. Und hier ist dieser Crater. Was zur Hölle sind die hier? Die erinnern mich an diese Child of Atom, die es im Fallout 3 gab. Die waren so. Die sahen die Strahlung als was Heiliges an, als eine. Als eine Gottheit oder so irgendwas. Die waren vielleicht krank. Do you have a moment? What do you need of me, child? Let me know if there's anything I can do to help you. You are kind to offer, but Atom has provided us with all that we need. Schade, keine Subquest für uns. I need to speak with you. What do you need of me, child? Ich will aber jetzt noch gerade nach der Radiation fragen. So. That is Adam's unique gift to us, the true believers. He has brought us here to this place. A place that cannot harm us, so that okay. We may worship him, so that we may spread his word to others. Das wird schwierig, wenn ihr hier seid. Atom's message to a world that does not wish to hear it, to show Atom's power. Wieso wackelst du so? Ist dir irgendwie ein bisschen hibbelig? Guck mal. Die hat bestimmt. Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber es ist, sieht nicht natürlich aus. Was haben wir denn hier alles so Schönes? Bobbypins kann ich ja ruhig mitnehmen. Ob die jetzt gestohlen sind oder nicht, ist mir egal. Oh, hallo. Gut, dass ich mich umgesehen habe. Plus 5% Damage gegen Ghouls. Curse of the Band. Coole Sache. Kate, ich habe keine Ahnung, aber du darfst es gerne auch lesen. Wieso habe ich eigentlich das Licht noch an? Das brauchen wir hier gar nicht. Hier ist so oder so dunkel. Haha. Okay, das ist zu dunkel. Aber hier ist sowieso alles gestohlen, was ich mitnehmen würde. Außer die Bobbypins. Und da ich ja nicht vorhabe, die zu verkaufen oder so, kann ich die ja ruhig klauen. Wir sind ja nicht sehr aufmerksam, was das angeht. Aber klar, wann kommt auch mal jemand hierher, der die Absicht hat, irgendwas von denen zu klauen? So, hier kommen wir doch bestimmt irgendwie vorbei. Ja. Hep. Ich bin so schön verstrahlt. Ich laufe hier rum, hab keinen Plan. Ich sehe nur noch grün als Farbe. Das hat nicht gepasst. Aber das ist egal. Ich habe schließlich keinen Plan.
Und deswegen kann ich diesen Song singen, wie ich einfach lustig bin. Ja, irgendwie muss man sich in der Einöde hier ja die Zeit vertreiben, solange nichts angreift. Okay, gut, dass ich keinen Fallschaden kriegen kann. Wollte ich nur so angemerkt haben. Vielleicht sollte ich mal was essen, meine HP ist ein bisschen... Ach was, das geht noch. Das geht noch. Momentan passiert ja nichts Gefährliches. Momentan sind wir safe. Jetzt hier irgendwie den Berg hoch. So. Vielleicht mal auf den Stein klettern. Ah, da vorne ist schon der Map-Marker für die Höhle. Da unten irgendwo muss es sein. Da, seht ihr das da vorne? Da habe ich gerade eben irgend so... Da. Da ist so ein... Da glitzert irgendwas. Da ist es vielleicht. Hep. Was ist das? Was ist das? Autsch. Da, das muss es sein. Oh, hallo. Die hat uns gerade gesehen. Da, 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 da. Da, 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 da. Wir gehen jetzt einfach hier rein. In Virgils Labor stand da gerade. Okay, hat er sich hier schön eingerichtet. Ja, einfach so mal an der Deathclaw vorbei sneaken. Hat gut funktioniert. Hey, hier strahlt ja gar nicht. Hammer. Und hier sind so fiese Chimes. Das ist mir ziemlich egal. Und... Weggesneakt. Weggesneakt. Auch wenn es das Ding eigentlich voll hätte sehen müssen. Was ist denn hier noch? Ach so. Okay. Danke. Moment. Ach so, was ist das für ein Ding? Keine Ahnung, war das noch mehr Chimes? Die müssen wir gleich irgendwie deaktivieren. Weg damit, weg damit. Ist das ein Assault schon? Protect and Watcher. Noch ist der nicht hostile, aber wer weiß für wie lange noch. Okay, der tut uns nichts. Das muss er sein. Der sieht irgendwie nicht mehr sehr menschlich aus. Aber das ist Virgil. Allerdings lebt er ja auch hier draußen. Der ist bestimmt ordentlich verstrahlt worden. Der hat sich echt hier schön eingerichtet. Aber was zur Hölle machst du hier? Das sieht nicht gerade aus, als würde er Mittagessen vorbereiten. Hi. Hold it. Take it nice and slow. No sudden moves. No sudden moves. Hast du gesehen, wie schwer meine Rüstung ist? So, where's Kellogg, huh? Trying to sneak up on me while you distract me? It's not going to work. I'm not stupid. Ja, ich weiß auch, warum das nicht funktionieren wird. Der Herr Kellogg, der ist nämlich tot. Are you Virgil? You know damn well I am. What are you doing here? Das will ich jetzt einfach wissen. Also doch. Er sieht aber irgendwie auch anders aus wie Super Mutant. Ich weiß nicht, irgendwie nicht ganz so kräftig. What are you doing here? What do you want? Don't change subject. I don't want to ask any questions here. I want to know about the Institute. And I want to know now. The Institute? So, they did send you, didn't they? You're working with Kellogg. Nicht wirklich. Kellogg's been taken care of. Dead. He's dead. Ja, und zwar sehr tot. Übelst tot. I killed him myself. I don't have time for this. If you are telling the truth, then you must understand my skepticism. Kellogg was ruthless. Ja, schon. There's a reason the Institute used him to do their dirty work for so many years. I knew they'd send him after me.
hard to prepare for it. But I still wasn't sure I'd make it. And so you... You killed him, eh? Then what do you want with me? Gute Frage. Und vielleicht springen ein paar XP bei rum. Also fragen wir einfach mal, warum er eigentlich das Institut verlassen hast. Das wäre auch interessant zu wissen. But how? No, it doesn't matter. I'm not going back. I can't go back. Look at me. Why are you even here? What do you want? Stop whining. I just need to know how to get inside. It's not. Ja, das ist alles, was wir wissen wollen. Wait, what? You want to get into the Institute? Are you insane? Never mind how nearly impossible that is. Even if you were to succeed, it'd almost certainly end in your immediate death. What reason could you possibly have for taking that kind of risk? They kidnapped someone. And I want him back. Oh, no. Look. Oh doch. Leider schon. I didn't know. I mean, I didn't realize that's what you were after. I can help. Jetzt weißt du's. But I want something in return. Okay. Maybe. I need assurance from you. Come on. Ach, na gut. All right. So ist das halt nun mal im Wasteland. Eine Hand wäscht die andere. Before I was forced to leave, I was working on a serum to reverse this mutation. It could return you to normal. You understand? So if you get in there, I need you to find it in my old office and bring it to me. I think that's pretty reasonable in exchange for helping you. Ja, wenn wir schon mal da sind, können wir da gerade die Fiole da mitnehmen, oder? You know how synths get in and out of the Institute? Das haben wir rausgefunden. Not many know about it. Pretty closely guarded secret. Tja, stell dir vor. Done your homework. It's commonly referred to as the molecular relay. Okay. I don't understand all the science behind it, but it works. I prefer teleporter. Das ist viel einfacher. Realizes you in another. I'm sure it sounds crazy, but it's a reality. The relay is the only way in and out of the Institute. You understand? The only one. That means you're going to have to use it. Now, have you ever seen an Institute courser? Nicht wirklich. Aber ich würde gerne mal wissen. Courser? What's that? Einfach mal nachfragen. Institute secret. Coursers are Institute synths, designed for one purpose. They're hunters. Operations go wrong, a synth goes missing, and a courser is dispatched. They're very good at what they do, and you're going to have to kill one. Oh cool, wir dürfen einen Predator jagen. Sounds like suicide. It does, doesn't it? If there were another way, I'd suggest it. Every courser has special hardware that gives them a direct connection to the relay in the Institute. It's embedded in a chip in their heads. You need that chip. But to get it, you'll have to find a courser. Now, I don't know exactly where you can find one. They haven't sent any after me. And sitting here waiting doesn't seem like a good plan. You're going to have to hunt one down. I can tell you where to start and give you some help finding one. Okay, das ist ein Anfang. Ach, das mach schon mein ganzes Leben lang. Tell me what I need to know. All right. The primary insertion point for coursers is in the ruins of CIT, directly above the Institute. So you'll want to head there. Now, the relay causes some pretty heavy interference all across the EM spectrum. You've got a radio on that Pip-Boy, right? Ah, okay. Wir dürfen wieder Radiosignale hinterherjagen. Machen wir ja nicht das erste Mal. And listen in. You'll be able to hear the interference. Follow the signal, and it'll lead you to a courser. Then, you just have to not get killed. Not gonna lie.
The odds aren't in your favor here. But if you do make it, remember what I said about the serum. I need it badly. I really do hope you find what you're looking for. Das hoffe ich auch, Kumpel. Das hoffe ich auch. Oh, are you kidding me? It stinks in here. Tja, Kate, ich frage mich, woran das liegt. Ha. Huh. Nettes Labor da hier. Was machst du? Bist du da am Kochen oder was? Tja, jedenfalls haben wir das geschafft und sieht so aus, als wäre es eine sehr gute Idee, unseren Blechmantel hier erstmal anzubehalten. Denn als nächstes dürfen wir einen Jäger jagen. Das scheint eine mega gute Idee zu sein. Das ist so, wie als wären wir so eine Antilope und versucht, einen Löwen umzubringen. So etwa hört sich das an. Und ja, den Cursor jagen wir dann in der nächsten Episode von Fallout 4 und wir sehen uns dann wieder. Bis zum nächsten Mal.